motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Zeit. Endlich verlassen wir Marina Chiapas. Nach wie vielen Tagen? 6 Wochen, fast 6 Wochen. Es geht los. Ja, wir sind alle gehypt und sind froh, jetzt endlich wieder raus aufs Rowley Meer zu kommen. Genau, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Wind und dann läuft's. So, we're ready. Es geht los. Ausfahrt Puerto Madero. Da geht's auf den offenen Pazifik. Tschüss, Marina Chiapas. Jetzt beginnen die typischen Nachbereitungsarbeiten. Nachdem die Fender 6 Wochen lang im Wasser gehangen haben, müssen sie natürlich erstmal wieder sauber gemacht werden. Genau, so sehen sie aus. Boah, geht ja eigentlich noch. Geht eigentlich. Wir segeln. Wir haben zwar nur 8 Knoten Wind, aber wir machen schön 2,5 Knoten Fahrt. Toll, endlich mal wieder auf dem Meer und dann kaum Welle. Es könnte ein bisschen mehr Wind sein, aber wir haben ja so 3 Tage eingeplant, also nehmen wir uns auch die Zeit. Das ist super. Marina liegen ist nichts für uns. Unsere erste Nacht auf See und das, was ihr hier seht, das ist das Gewitter, was hier gerade ganz knapp an uns vorbei geht. Es rumst ordentlich und es blitzt auch ganz schön. Es ist jetzt gleich 24 Uhr. Dann gehe ich schlafen und die Annette fängt mit ihrer Wache an. Es ist 1 Uhr. Leider hat das Gewitter uns voll erwischt. Es gab noch mal eine Winddrehung von 180 Grad. Und jetzt haben wir bis zu 20, 22 Knoten Wind. Wir haben das zweite Reff drinne und die Genua ist ebenso stark gerefft. Ist ein bisschen ungemütlich, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Guten Morgen, ich habe meine 6 bis 9 Uhr Wache angetreten. Die Nacht war nicht so toll. Es hat geregnet, es hat geblitzt. Der Wind war so maximal 22, 25 Knoten. Und jetzt, heute Morgen, ist immer noch nicht besser aus. Da kommt schon wieder eine Front auf uns zu. Hab gerade das Segel wieder ausgerefft und schon geht's wieder los. Nachdem sich die Wolken heute Mittag verzogen haben, war es ein herrlicher Segeltag. Es ging zwar immer noch hin und her, wenig Wind, 3,5 Knoten Fahrt maximal. Oh ja. Und da werden wir aber jetzt belohnt von einem schönen Sonnenuntergang zu unserem Abendbrot mit frisch gebackenem Brot. Davon hätte ich gerne noch eine Scheibe. Mal gucken, ob noch was da ist. Der zweite Morgen auf unserer Überfahrt nach Huatulco ist angebrochen. Es ist mittlerweile kurz nach 9 am 11. März 2021.
sage ich doch, 11. Mai 2021. Wir hatten eine recht schöne, ruhige Nacht, bis dann um, glaube, kurz nach 5 der Motor angemacht wurde. Da hat es gerappelt und ich habe wieder ganz schön viel geschwitzt heute Nacht, aber sonst hatten wir eine sehr schöne Überfahrt. Also Nacht, eine sehr schöne Nacht. Ja, seitdem hat sich eigentlich jetzt nicht viel getan. Wir haben immer noch 10 Knoten Wind, kleine Welle, kein Fisch, ein wenig Sonne und Wolken. Dies wird, glaube ich, den ganzen Tag auch so bleiben und heute Nachmittag soll dann irgendwann der Wind auffrischen. Der Glenn macht jetzt hier richtig Speed. Wir schießen dahin mit 7 Knoten, so dass wir morgen früh an unserem Ziel ankommen. So sieht das hier aus. Ein herrlicher Segeltag geht zu Ende, nachdem wir heute Mittag nicht ganz so viel Wind hätten. Die dritte Nacht bricht an. Heute mal wieder mit einem herrlichen Sonnenuntergang. Wir haben 15 Knoten Wind und sind fast auf Kurs. Das ist schönes Segeln. Wir haben jetzt noch etwas unter 60 Seemeilen. Hallo, es ist schon 12 Uhr. Nacht war ganz schön windig. Wir hatten bis 27 Knoten Wind, sind aber recht gut gefahren. Konnten natürlich wie immer nicht direkt Kurs anlegen. Jetzt haben wir noch 12 Seemeilen bis zu unserem Ziel und es hat wieder aufgefrischt, sind ungefähr 22 Knoten Wind. Wir sind angekommen in Bahia Chahue nach 3 Tagen und 5 Stunden nach 267 Seemeilen. Stellenweise etwas ruppig. Stellenweise etwas langsam, langweilig. Und oh, Doris? Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, Doris. Herzlichen Glückwunsch. Und auf den Vater. Das erste morgendliche Schwimmen in Mexiko. Ja! Ach ja, der. Ach, Scheiße, den habe ich ja auch noch vergessen.
Oh. Und wie ist es? Herrlich. Ein bisschen zu wellig. Aber ansonsten keine Viecher. Wie ein Weißen. Keine Quallen. Keine Strömung. Doch. Ja? Aber ein dreckiges Schiff. Boah, was ist das denn für Streifen hier dran? Das ist ja voll eklig. Ich denke, du hast es sauber gemacht. Ich glaube, wir haben auf der Seite gelegen, als wir hier drüber gefahren sind. Vatertagsausflug 2021! Mama geht jetzt schwimmen! Ja! Jo, wir haben einen Strand gefunden. Hier ist was los, hier gibt's was zu trinken und zu essen. Und da hinten liegt die Limelight. Viva Mexico! Können wir gar nicht reden. Gracias. Ich würde ein bisschen Lemon nehmen. Mhm. Raus! Wir müssen doch locker sein. Ohoho. Disculpe la molestia, por todos los dos y media. ¿Chance? No, sorry. ¿No chance? No. ¿Qué pasa? ¿Le hablan bien? Gracias. Oi. ¿Así? Das ist scharf. ¿Echt die schmecken? Mhm. Está muy rico, ¿eh? Una por para mí. ¿De cuál? Este. ¿Cómo es? ¿No? Yo creo que iba a ir solo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vatertag auf Mexikanisch. Natürlich muss hier immer alles festgehalten werden. Jetzt gibt es da irgendwas noch. Sieht aus wie Butter, würde ich auch sagen. Ne? Und dann wird das da drauf geschmiert. Und dann wird das vielleicht verspeist. Ist das gekocht oder was? Nee, da kommt noch was drüber. Ja? Was an Zucker oder sowas hatten die vorhin. Oder Popcorn oder keine Ahnung. Naja, macht immer mehr drauf und mehr drauf. Das muss richtig durchweichen, sagt er. Ja, das sieht aus wie Kokos, oder? Kokos, ja. Und jetzt kommt da Chile. Jetzt kommt da Chili drauf. Und noch was scharfes. Ja, das muss ja richtig scharf sein. Wollt ihr das auch?
Ja, wir erkunden jetzt noch mal einen anderen Strand, ein bisschen näher zu Limelight, da haben wir es nachher nicht so weit. Und hier ist immer noch richtig was los. Herrlich. Mexiko ist super. Schaukelt hier die Limelight schon seit gestern und wird wohl auch noch die nächste Nacht so schaukeln. Und morgen früh geht's weiter. Mexiko zu Corona-Zeiten. Also ich möchte gar nicht hier sein, wenn kein Corona ist. Auch an dieser wunderschönen Bucht einen Haken. Und zwar werden wir gerade überfallen hier von den Bienen. Die allgemeine Meinung ist Bienen. Die brauchen wohl Wasser. Glenn sitzt heute bei Randy zum Sundowner Bier. Dass das Anlanden hier nicht so einfach ist. Man kann keine Welle. Ja. Dramatische Szenen spielen sich hier ab am Strand. So richtig zum Boot. Ja, jetzt macht er noch mal schön die Schraube an, zieht rückwärts, aber sie sind da. Jawohl, alles wird rübergereicht, woran man sich festhalten kann.
Die kommt nicht ran. Die kommt nicht. Jetzt! Ja! Sie hat die Bordwand erreicht. Aber kommt sie auch raus? Ah, der Hintern ist zu schwer. Jetzt. Oh, sie ist drüben. Jawohl. Also, wir müssen nicht zum Retten fahren. Wir verabschieden uns hier von der schönen Bucht und fahren weiter. Es geht Anker auf. Verlassen diese herrliche Bucht und fahren 3 Meilen weiter in die nächste herrliche Bucht. Dann riesige Wellen heute Morgen her. Heute sind Wellenhöhen von 2,30 Meter angesagt. Das kommt auch gut hin. Hier sind also richtige Brecher, die reinrollen. Das Gute daran ist, dass sie eine Frequenz von 15 bis 16 Sekunden haben. Also sehr langgezogene Wellen und somit machen die uns eigentlich auch nichts. Landausflug in St. Augustin. Richtig toll. Oh ja. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal. Dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal. Darum lasst uns feiern, dass die Schwarte kracht. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht. Heute wird getanzt, gesungen und gelacht. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass... Dankeschön! Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Viel Gesundheit, alles andere hast du. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Und ich wünsche dir für einen ganz tollen, schönen Tag. Ja, also wie ihr mitbekommen habt, heute ist der 19. Mai und die Annette hat Geburtstag. Wer hat noch Geburtstag? Also Lille. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, Liliane. Das ist einer, der also böse Träume von dir fernhält und aber auch Gesundheit und Ausgeglichenheit spendet. Das mit lässt ja tief einer Guatemala-Feder und noch 2 mexikanische Maya-Federn. Schön, dankeschön für den Traumfänger. Da kommt der erste Geburtstagsgratulant angeschwommen. Erstmal was ganz anderes. Ach so. Nämlich, weil du heute Geburtstag hast, habe ich mir gedacht, ich komme mal vorbei und singe dir ein Liedchen, damit du Freude hast. Nämlich Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Annette. Happy Birthday to you. Ciao. Danke. Super. Alles Liebe, alles Gute. Vorbereitet für das Geburtstagskaffee. Fleißig.
Okay. That's a good idea. It's 4K now, it's me recommend, idea. Me recommend it. Okay. Everybody, oh man, it's special. It's very good. Thank you very much. Okay? Okay. Okay. Happy birthday, it's special. It's special from the special. Yeah. Das ist einer der Red Snapper, den wir heute vertilgen werden. Ja. Hier, das ist das Restaurant, wo wir heute sitzen. Von drei Booten zu Annettes Geburtstag. Und jetzt kam gerade eben der zweite Red Snapper. Guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Könnt ihr denn noch? Ja, ein bisschen. Ja, a little bit? Okay. A little bit. 40 Meter tiefer. Across the eye, I cut the... Ah, the neck. Aprendiendo nomos. Aprendiendo ustedes. ¿Puedes? Es kommen aber auch wieder schöne Wellen heute rein. Leider steht die Limelight auch noch quer dazu. Unser Geburtstagskind von gestern. Warum hast du denn ein schönes Geburtstagsfest? Ich hatte ein schönes Geburtstag. Ich hatte einen super leckeren Fisch. Der war fantastisch, der Red Snapper. Nicht ganz so schick aus, das Wasser. Also wie ihr seht, wir schaukeln ein wenig. Mai. Es war eine ziemlich schaukelige Nacht. Schaukelnder Morgen. Der Morgen ist noch schaukeliger. Sollen wir mal gucken, ob wir unsere Frühstücksteller auf dem Tisch halten können. Riesenbrecher laufen hier rein. Liegen leider manchmal quer zur Welle. Immer. Gefühlt.
Aber man gewöhnt sich langsam dran. Das heißt ja, wer als Segler die Pazifikküste von Mexiko bereist, der muss das Schaukeln entweder lieben oder zu Hause bleiben. Die Fradolin, die liegt da natürlich ein bisschen ruhiger als wir, aber auch die werden manchmal ganz schön durchgeschaukelt. Nach vier Nächten verlassen wir Bahia San Agustin. Wir hatten ein paar schöne Nächte, wir hatten ein paar harte Nächte. Schöne Welle, wie man hier schon wieder sieht. Aber ein nettes Wörtchen. Und endlich mal wieder eine Bucht. Und wie war deine Zeit hier? Manchmal ziemlich rowdy. Annettes Geburtstag war sehr schön. Aber jetzt wird es Zeit, weiterzufahren. Kann ich mich nur anschließen. Und von da aus warten wir auf richtig guten Wind Richtung Acapulco. Il a droit à côté, il m'a fait autant, je m'en la vois.